Hallo liebe Handpuppenspielfreunde, ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch das Pink Monster der Firma The Puppet Company einmal kurz vorstellen. Ihr seht schon, es ist wirklich ein schrilles, pinkes Monster. Es hat sogar zwei Ohren, es hat zwei Hände. Eins, zwei. Diese sind allerdings nicht bespielbar. Und das Monster hat sogar zwei Füße. Der Eingang zum Klappmaul ist auf der Rückseite, befindet sich ungefähr auf Höhe des Gesäßes. Innen drin ist der Stoff etwas rau, aber im Klappmaul selber ist er sehr weich und dadurch ergibt sich ein angenehmes Spielgefühl. Was ich noch erwähnen muss, ist, dass bei diesen Monster Puppets von The Puppet Company standardmäßig ein Luftquieker mit eingebaut ist. Aber ich habe den aus meiner Puppe rausgenommen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich es nervig fand. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich euch einmal kurz zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Es ist im Prinzip ein Plastiksack, in dem eine kleine Pfeife reingebaut ist. Wenn ich drauf drücke und wieder loslasse, dann gibt es dieses schöne Geräusch. Ja, ich fand es nervig, rausbauen oder wegschmeißen. Wenn ihr die Hände bespielen wollt, dann braucht ihr dafür einen Spielstab. Ich habe meinen Spielstab von einer anderen Puppe abgenommen und habe den an dieses pinke Monster gemacht. Und dann kann man die Puppe auch bespielen, ohne dass man seine Hände einsetzen muss. Es geht allerdings auch mit Einsatz der Hände. Und ich finde, das ist auch okay. Ja, das war's soweit von dem pinken Monster. Es ist sehr schlicht und einfach gehalten. Lässt sich nur am Mund bespielen. Aber im Großen und Ganzen, ich finde es eine gelungene Puppe. Ja, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Puppenvorstellung. Tschüss, macht's gut.